Christentum und Judentum sind zwei verschiedene und doch verwandte Religionen. Christen und Juden glauben an denselben Gott, aber wie es Könige oder Staatspräsidenten gibt, die mehrere Völker beherrschen, so gehören auch zum Gott der Christen und der Juden mehrere Völker. Die Christen begreifen sich als Volk Gottes und die Juden begreifen sich ebenfalls als Volk Gottes. Und Völker, wir wissen es, können miteinander befreundet oder aber verfeindet sein. Ich sehe Christen und Juden als sich unterscheidende, aber freundschaftlich, im Idealfall freundschaftlich miteinander verbundene Völker Gottes. Und ich würde auch die Moslems mit hineinnehmen, denn der Islam ist eine mit dem Judentum und dem Christentum verwandte Religion und auch Moslems glauben an denselben Gott. Diese Sicht der Dinge klingt heute beinahe selbstverständlich, ist aber in keiner Weise selbstverständlich. Die Christen haben sich früher als das einzige Volk Gottes betrachtet und haben behauptet, sie hätten die Juden als Volk Gottes abgelöst. Gott habe die Juden als sein Volk verworfen und enterbt, weil es Jesus nicht als den ihm gesandten Heilsbringer Messias anerkannt habe. Im Oktober war ich mit meinen Studenten in Rom und in Bologna. Und in Bologna habe ich mit ihnen den Dom besucht. Dort befindet sich ein Gemälde, auf dem der am Kreuz hängende Jesus mit der rechten Hand der Kirche, symbolisiert durch eine Frauengestalt, eine Krone aufsetzt, während er mit der linken, mit dem Schwert, die Synagoge zu Tode sticht. Hängt heute in einer Bischofskirche. Die christliche Enterbungstheologie hatte blutige Folgen und diese Blutspur reicht, wie ich meine, bis Auschwitz. Nach 1945 hat in den evangelischen und katholischen Kirchen allerdings ein Umdenken stattgefunden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat vor gut 50 Jahren erklärt, die Juden seien nicht von Gott verworfen oder verflucht, reklamierte aber den Begriff Volk Gottes für die Kirche. Dagegen konnte die evangelische Kirche in Deutschland vor gut 30 Jahren in ihrer Studie Christen und Juden bereits sagen, Juden und Christen verstehen sich beide als Volk Gottes. Wer als Christ den Anspruch der Juden, Volk Gottes zu sein, anerkennt, muss auf Judenmission verzichten. Folglich haben die großen Kirchen judenmissionarische Bemühungen eingestellt. An die Stelle der Mission trat der Dialog, in dem beide Seiten Zeugnis geben von dem, was sie glauben und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken. Der dialogische, partnerschaftliche, freundschaftliche Umgang mit einer anderen Religion bedeutet nicht, dass Unterschiede generell beseitigt oder bedeckt werden. Christen und Juden und Moslems glauben an denselben Gott, aber sie verbinden mit Gott durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Christen können von Gott nur in einer Weise sprechen, die Jesus und das Neue Testament mit einbezieht. Ein Jude dagegen kann von Gott nicht sprechen, ohne von Gottes Willen und Gebot zu sprechen. Die Grundlagen der Gottesrede sind teilweise verschieden, aber die Ergebnisse und Konsequenzen nicht unbedingt. Deshalb können, so meine ich, Christen und Juden und Moslems auch gemeinsam beten, gemeinsam Gottesdienst feiern. Einheit im Sinne von Einheitlichkeit wäre allerdings ein Verlust, kein Gewinn. Es geht nicht um Uniformität, sondern um versöhnte Verschiedenheit. Ich verwende damit einen Begriff der innerchristlichen ökumenischen Diskussion. In versöhnter Verschiedenheit könnten Juden und Christen mit dem Frieden zwischen den Religionen einen Beitrag leisten zum Frieden in der Welt. Das Friedensideal verbindet Juden und Christen und Moslems.